Ihr langer Schnabel macht sie zum Verwechseln ähnlich, aber der Ruf unterscheidet sie. Schnepfenvögel. Einer gibt ein ganz besonderes Geräusch von sich. Da klingt ein merkwürdiger Laut vom Himmel. Ein Ton, den man eigentlich am Boden erwartet hätte. Ein lautes Meckern. Was für ein Ton und was für ein Vogel. Wir suchen den meckernden Vogel in den Sumpfwiesen im äußersten Nordosten Polens, nicht weit von den Masurischen Seen entfernt. Jedes Frühjahr treten dort die beiden Flüsse Biebscha und Narew über ihre Ufer und überfluten weite Gebiete. Erst allmählich zieht sich das Wasser aus den Überschwemmungswiesen zurück und hinterlässt eine atemberaubend schöne Landschaft, die nicht zu Unrecht europäischer Amazonas genannt wird. In diesem Mosaik aus Wiesen, Weiden, Dämmen und Gräben waren wir ein Jahr lang auf der Suche. Im zeitigen Frühjahr, wenn die Sumpfwiese vom zarten Weiß der Wasserfeder in das Knallgelb der Sumpfdotterblume, des leuchtend gelben Wasserschlauches oder der zartgelben Schwertlilie wechselt. Wenn die Maisonne an Kraft gewinnt, herrschen rote Töne vor. Lichtnelken, Knabenkräuter und Rosengewächse wie die Bachnelkenwurz. Die weißen Ährchen des Wollgrases zeigen uns schließlich den Sommer an. Doch so weit sind wir noch gar nicht. Beginnen wir erstmal im Frühjahr. Die Menschen, die hier leben, führen ein äußerst bescheidenes Leben. Hart und ausgetrocknet sind die Ackerböden selbst im Frühjahr durch den ständigen Ostwind. Noch spielt das Pferd hier eine wichtige Rolle. Sollten die Gelder der Europäischen Union aber auch in diese Region fließen, könnte sich das schnell ändern. Wenn Schwärme von Schnepfenvögeln über das Sumpfgebiet ziehen, gibt es kein Meckern. Dann handelt es sich um die Kampfläufer. Sie rasten hier eine Weile, bevor sie Anfang Mai in ihre Brutgebiete, die nördlichen Tundren Asiens, weiterziehen. Bevor es soweit ist, streiten sich die Männchen um den besten Balzplatz. Die dominanten Kampfläufermännchen sind meist dunkler gefärbt und zwingen ihre Gegner zur Demutshaltung, indem sie sie unterwerfen und mit ihrem spitzen Schnabel bedrohen. Dieser Streiter hat seine Konkurrenten verjagt und präsentiert sich nun den Weibchen mit entsprechendem Imponiergehabe. Ein ganz anders gefärbtes, dominantes Männchen dürfte durch sein sicheres Auftreten ebenfalls große Chancen haben, ein Weibchen zu ergattern. Die untergeordneten jungen Männchen dürfen sich nur am Rande der Balzarena aufhalten. Dort tragen auch sie erste Rangkämpfe aus. Das Werberitual dieses Campen mit dem schwarzbraunen Prachtkleid zeigt gleich bei zwei Weibchen Wirkung. Es kommt zur Paarung. Auch das Putzen ist ein Teil von Balz und Werbung. Nach Rangelei und Paarung widmen sich die Kampfläufer wieder der Nahrungssuche. Auch ein dunkler Wasserläufer befindet sich unter der Kampfläuferschar, sucht wie die anderen nach Wasserschnecken. Eine Besonderheit der Sümpfe sind Mikrobiotope mit Pflanzengesellschaften, die es in Europa nur noch an wenigen Stellen gibt.
Der winzige Wasserschlauch ist so eine Rarität. Seine Blätter schwimmen im Wasser und können mit ihren Fangschläuchen zur zusätzlichen Ernährung Plankton einfangen. Die Kreuzkröte passt sich ihrer Umgebung farblich an und schützt sich durch ihre gute Tarnfarbe vor den gefräßigen Langschnäbeln. Für diesen kleinen Schnepfenvogel, kaum größer als eine Amsel, dürfte sie ein zu großer Happen sein. Beinahe hätten wir sie ja übersehen. Die kleinste von allen Schnepfen ist es, die sich durch pfeilschnellen Flug auszeichnet, begleitet von dem merkwürdigen Ton, der ihr zum Namen verhalf. Vom Himmel tönt klar und deutlich das Meckern einer Ziege. Am Boden die Uferschnepfe, die größte aller Schnepfenvögel und nicht besonders scheu. Auch der Bauer, der seine Wiese düngt, bringt sie nicht aus der Ruhe. Seit alters her werden diese Heuwiesen extensiv genutzt. Erst im Spätsommer, wenn für die brütenden Wiesenvögel die Saison bereits vorüber ist, sind die Wiesen trocken und können gemäht werden. Schlimm wird es für Schnepfenvögel nur dann, wenn starke Eingriffe in die Landschaft und ihren Wasserhaushalt quasi über Nacht passieren, wie hier. Im Nu können heute moderne Maschinen den Lebensraum so verändern, dass kein Platz mehr bleibt für so scheue Sumpfschnepfen wie die Bekassine, unsere Himmelsziege. Der kleine, extrem scheue Vogel ist stark an den Feuchtlebensraum gebunden und obendrein sehr ortstreu. Er kann nicht einfach weiterziehen, wie es die Kampfläufer tun. Aber noch bietet das Gebiet von Narew und Biebscha mit seiner enormen Größe genügend Lebensraum. Es ist ein milder Maiabend. Bevor die Kampfläufer in ihre nordischen Brutgebiete weiterziehen, stärkt sich dieses Männchen mit einem Schluck Wasser. Am frühen Morgen ist die Temperatur auf wenige Grade abgesunken. Dichter Bodennebel umgibt dann die Landschaft wie mit einem märchenhaften Schleier. Unsere Himmelsziege gehört zu den Frühaufstehern. Sie ist nur schwer auszumachen. Nur an ihrem Ruf kann man sie erkennen. Doch das ist kein Meckern. Am Boden gibt sie nur ein typisches Tücke-Tücke von sich. Auch aufgeregte Vogelstimmen hören wir heraus. Kiebitze vertreiben den räuberischen Fuchs aus ihrem Revier. Und dann wieder das Meckern am Himmel, begleitet von atemberaubenden Sturzflügen. Die kalte Nacht hat eine Märchenwelt geschaffen. Tausende und abertausende Tröpfchen, in denen sich die ganze Schönheit der Natur wie im Brennglas widerspiegelt. Und da ist sie wieder, unsere kleine Bekassine, die Himmelsziege. Sie ist im Dickicht der Grashalme fast so verborgen wie unter einer Tarnkappe. Sie teilt sich den Lebensraum mit dem Braunkehlchen. Sein zarter Gesang ist kaum hörbar.
Der Tücke-Tücke-Ruf der Himmelsziege ist da schon durchdringender und wird von beiden Partnern vorgetragen. Himmelsziegen und Braunkehlchen waren früher auch in Deutschland und in jeder Sumpfwiese heimisch. Wir haben sie verloren. Aber hier in Polen sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Brut noch vorhanden. Staunasse Wiesen oder Weiden, Schlammlöcher mit trockenen Grashügeln, Erlengebüsch oder Schilfgürtel. Eine Rarität gibt es auch hier, das weißsternige Blaukehlchen. Wo am Himmel Ziegen meckern, ist auch der Kiebitz nicht weit. Aber das Flugbild ist anders. Während der Balzzeit will vor allem das Männchen dem Weibchen mit akrobatischen Schauflügen imponieren. Der Kiebitz ist ein sehr aufmerksamer Vogel. Solange er seine Flugkapriolen aufführt und keine Warnlaute ausstößt, können sich die anderen Tiere der Sumpfwiese in Sicherheit fühlen. Nur einem Feldhasen scheinen die Sturzflüge doch nicht ganz geheuer zu sein. Noch lauter wird es, wenn die Uferschnepfe ihren Schaukelflug zelebriert. Auch am Boden entdeckt man die Uferschnepfe, den größten der Schnepfenvögel, noch am ehesten. Sie zeigt auch während ihrer Nahrungsaufnahme wenig Scheu. Und wieder präsentiert sich ein Schnepfenvogel in der Luft. Das Meckern verrät ihn, unsere Himmelsziege. Die lauthals rufenden Uferschnepfen übertönen jedes Meckern. Aber dieser schweigsame Flieger ist auch gar keine Himmelsziege. Er ist ein wenig größer als die Bekassine. Am Boden erkennen wir sie. Es ist die Doppelschnepfe. Sie ist wohl etwas irritiert vom Fluglärm der anderen Schnepfen und sucht nach ihrem angestammten Platz in der Wiese. Eine bestimmte Stelle, meist ein Hügelchen, von dem aus sie ihren eigenartigen Plappergesang vorträgt. Am späten Nachmittag treffen sich die Doppelschnepfen zur Gruppenbalz. Doppelschnepfe und Himmelsziege sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Doch der Doppelgänger verhält sich völlig anders. Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Gruppenbalz der Doppelschnepfen ihren Höhepunkt erreichen. Doch bis dahin ist noch Zeit. Eine gute Gelegenheit, den nahegelegenen Moorsee aufzusuchen. Ganz vom Sumpfwald umgeben ist er nur schwer zugänglich. Hier können wir einen Fischotter bei der Jagd beobachten. Der verspielte Marder benötigt fischreiche Gewässer mit bewaldeten Ufern oder Schilfgürteln. Hier jagt er nach Fröschen, Bisamratten, Vögeln und Fischen. Starke Verfolgungen durch den Menschen haben ihn selten werden lassen. Es dauert nicht lange, bis der Otter sich einen der vielen Fische geangelt hat. Den glitschigen Fisch hält er mit seinen Vorderpfoten fest und verzehrt ihn mit sichtlichem Appetit.
Dieses junge Männchen zeigt wenig Scheu vor dem Menschen. Es war von Tierschützern aufgezogen und wieder freigelassen worden. So können wir den sonst verborgen lebenden, dämmerungsaktiven Fischotter bei seiner Jagd beobachten. Durch kraftvolle Bewegung von Schwanz und Rumpf gleitet er elegant und sehr schnell dahin. Insekten in Ufernähe wie der Wasserskorpion oder die zahlreichen Libellen kommen als Nahrung nicht wirklich in Betracht. Nach dem Auftauchen prüft der Otter die Umgebung, bevor er an Land geht. Seine Tauchgänge sind kurz, können jedoch auch bis zu 5 Minuten und länger dauern. Dann drosselt er Herzschlag und Sauerstoffverbrauch. Beim Tauchen verbraucht der Wassermarder viel Energie. Deshalb legt er immer wieder kurze Ruhe- oder sogar Schlafpausen an Land ein. Vorher reibt er sich trocken und prüft das Gelände ausgiebig, um eine passende Kuhle im weichen Waldboden zu finden. Groß muss sie eigentlich gar nicht sein für den kleinen Kerl mit einer Körperlänge von nur 60 bis 80 Zentimetern. Seine bewegungs- und spielfreudige Natur lässt ihn nicht so schnell zur Ruhe kommen. Das ist die optimale Bodenvertiefung. Oder doch nicht? Im angrenzenden Bruchwald wimmelt es von Schnaken und Zecken. Kein Mensch betritt freiwillig diesen Sumpfwald. Das ist ganz im Sinne des Schwarzstorches. Der scheue Vogel hat tief im Wald sein Nest errichtet, weit oben in einer Kiefer. Sehnsüchtig warten die gefräßigen Jungen auf die Fütterung. Aber im Alter von 4 bis 5 Wochen kommen die Eltern nur noch selten. Erscheint das Flugbild eines Altvogels am Himmel, werden die Jungen ganz aufgeregt und betteln intensiv. Doch der Schwarzstorch fliegt erst noch eine Sicherheitsrunde, um zu prüfen, ob die Luft auch wirklich rein ist. Dann bricht das Chaos aus. Obwohl die Kröpfe der Jungstörche fast voll sind, stürzen sie sich gierig auf die ausgewirkten Fische, Kaulquappen, Blutegel und Würmer. Im Nu ist alles im Kropf der Nimmersatte verschwunden. Es muss reichen, denn es ist schon Abend geworden und die Jungen werden sich bis zum nächsten Morgen gedulden müssen. Ein warmer Abend mit viel Mücken weicht einer kalten Nacht. Jetzt endlich sind alle Doppelschnepfen auf ihrem Balzplatz versammelt und verteidigen ihr kleines Standrevier durch ihren eigenartigen Ruf, einem Bibbern oder Knäbbern mit abschließendem Ziehlaut. Jahr für Jahr wird die gleiche Balzarena aufgesucht. Jedes der etwa 20 bis 30 Männchen besetzt in dieser Arena einen kleinen Hügel als Standrevier und hofft, dass einem Weibchen der Platz bei ihm gefällt. Ab und zu versucht ein erfolgloses Männchen, einen besseren Standplatz zu ergattern. Das bleibt dann natürlich nicht ohne Folgen.
Erst in den frühen Morgenstunden werden die Männchen ihr Revier verlassen, um es am nächsten Abend erneut zu besetzen. Die große Balz der Doppelschnepfen wird sich bis Mitte Juni hinziehen. Bei Sonnenaufgang, kurz nach 4 Uhr, ist die Luft schon erfüllt von den Rufen der vielen Wiesenvögel. Feldlerchen, Seeschwalben, Uferschnepfen. Nur das Meckern der Himmelsziege ist nirgends zu hören. Am Boden finden sich Kiebitzeier in einer Mulde. Die Eltern bewachen ihr Gelege mit Argusaugen. Dieser Kiebitz hat die dreiwöchige Brutzeit schon hinter sich. Drei Junge sind geschlüpft. Das vierte befreit sich gerade aus seinem Ei. Doch was macht die Mutter so nervös? Ein Schelladler überfliegt das Sumpfgebiet. Das bedeutet höchste Gefahr für den Kiebitz mit seiner Kinderschar. Der Adler nähert sich bedrohlich dem Kiebitznest. Jetzt muss etwas geschehen. Angriff ist die beste Verteidigung, selbst wenn in dieser Zeit die Küken ungeschützt sind. Mit vereinten Kräften kann der Adler am besten aus dem Revier vertrieben werden. Alle Kiebitze haben jetzt ihre Nester verlassen, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Einigkeit macht stark. Ganz in der Nähe der Uferschnepfen lässt sich der Adler nieder. Jetzt ist die Kiebitzmutter in Sorge, kommt rasch zu ihren Kindern zurück. Das Jüngste schlüpfte gerade aus dem Ei. Noch nass versteckt es sich sofort unter dem warmen Gefieder der Mutter. Ist die Gefahr für die Kiebitzfamilie vorüber? Der Schelladler ist mit Beute aufgestiegen. Wahrscheinlich eine junge Uferschnepfe, denn die Aufregung bei den Schnepfen ist enorm. Ihr Schimpfkonzert kommt wohl für eines der Küken zu spät. Unberührt vom ganzen Spektakel brütet eine kleine Schnepfe in ihrem Versteck. Nicht einmal Adleraugen haben den gut getarnten Vogel entdeckt. Selbst der Karmingimpel tut so, als wisse er nichts von einem Nest direkt unter seinem Ast. Nachdem oben die Luft wieder rein ist, zeigt sich der scheue Vogel. Es ist unsere Himmelsziege. Sorgfältig achtet sie darauf, dass das Blattwerk über dem Nest nur ja keinem Adlerauge Durchblick bietet. Dieser Karmingimpel, der auf seinem Ast im Wind schaukelt, macht seinem Namen übrigens noch keine Ehre. Erst im zweiten Lebensjahr bekommt das junge Männchen seine karminrote Farbe. Aber wo war denn gleich das Nest der Himmelsziege? Für den brütenden Vogel ist es wie ein kleines Gefängnis, in dem er sich kaum bewegen kann. Alles nur wegen der Sicherheit. So muss die Schnepfe ihre Füße benutzen, um die Eier zu wenden, weil sie mit ihrem langen Schnabel nicht hinkommt.
Bei einer Störung würde die Himmelsziege ihr Nest ganz unauffällig zu Fuß verlassen und erst in einiger Entfernung mit einem Warnlaut, der sich wie Tschick anhört, auffliegen. Die Polen nennen sie deshalb Tschick, denn mehr als ihren Wegflug bekommt man normalerweise nicht von ihr zu sehen. Wir haben das Glück, das heimliche Leben dieses extrem scheuen Vogels aus nächster Nähe mitverfolgen zu können. Die Schnepfe unterbricht das unbequeme Brüten, um Nahrung zu suchen. Am Himmel trifft sie sich mit dem wachenden Männchen, das sich natürlich mit einem Meckern zu erkennen gibt. Seine Anwesenheit gibt ihr auch in der unübersichtlichen Blumenwiese die nötige Sicherheit. So kann sie in Ruhe nach leckeren Würmern, Käfern und Schnecken stochern. Ihre Eier sind ja für jeden Räuber aus der Luft unsichtbar. Das Männchen vertreibt sich die Zeit meckernd am Himmel. Was aber ist das Geheimnis dieses Meckerns, das mit Gesang so gar nichts zu tun hat und nur während der atemberaubenden Sturzflüge zu hören ist? Am Boden bringt die Bekassine kein einziges Meckern hervor. Während der Brutzeit bleibt das Männchen stets in der Nähe des Weibchens. Wenn sie schließlich zu ihrem Nest zurückfliegt, teilt sie ihm dies durch ihren Tücke-Tücke-Ruf mit. Ein paar Meter vor dem Brutversteck landet sie und läuft in guter Deckung schnell zum Nest, während oben ein Akrobatenflug vom Geschehen am Boden ablenkt. Kein Wunder, dass kaum jemand den versteckten Nistplatz findet. Inzwischen führt der Kiebitz seine frisch geschlüpften Jungen aus und zeigt ihnen, wo und wie Nahrung zu finden ist. Als Nestflüchter verlassen die flugunfähigen Küken bereits einen Tag nach dem Schlüpfen das Nest. Sie sind schon ganz selbstständig und sehr unternehmungslustig. Das Erstgeborene geht voran und die Jüngeren folgen. Die Federbällchen werden von beiden Eltern betreut und streng bewacht. Alles wird geprüft und getestet. Erst in 5 Wochen sind die Jungen erwachsen und flugfähig. Orchideenwiesen wie diese sind selbst in Polen selten geworden. Sie können wegen ihrer Staunässe nur mit der Hand gemäht werden. Wer will das heute noch? Klänge aus alten, längst vergangenen Zeiten dringen an unser Ohr. Auch dieser Hufschmied wird zum letzten Mal das Eisen im Feuer schmieden. Er ist alt und findet keinen Nachfolger für diese schwere Handarbeit. Ein Freund unterstützt ihn und betätigt den Blasebalg. Der Schmied bearbeitet das Hufeisen so lange, bis es genau an den entsprechenden Pferdefuß passt. Das Pferd wird zum Beschlagen zur Hütte des Schmieds geführt. Mit Holzschindeln ist das Dach von Wohnhaus und Schuppen belegt. Eine Tradition, die bis heute erhalten blieb. Das Eisen ist fertig und passt so genau an den Huf, dass es nicht mehr in das Horn eingebrannt werden muss. Mit dem Fortschreiten der Jahreszeit werden die Nächte milder.
Schwärme von Mücken bilden sich in den Sumpfwiesen. Die zarten Blüten der gelben Sumpfschwertlilie herrschen in weiten Teilen der Biebscha-Niederung vor. An anderen Stellen sprießt der Schachtelhalm in die Höhe. Für kleine Vögel wie unsere Himmelsziege ist es ein Stangenwald, der ihr Schutz und Nahrung zugleich bietet. Ein Märchenwald, in dem die Edelsteine an den Bäumen hängen. Aus dem Blickwinkel des kleinen Vogels erleben wir die Wunderwelt eines Wassertropfens. In ihm spiegelt sich dieser sonnenfunkelnde Lebensraum en Miniature wieder. Diamanten wie an einer Perlschnur aufgereiht. Fantastische Farben und Formen. Nur die frühen Morgenstunden bieten uns diese Pracht. Rasch saugt die Sonne die Tautropfen auf. Und der kleine Heufalter und die Stinkwanze können sich gut aufgewärmt am Nektar und Pflanzensaft laben. Für den Laubfrosch ist die Bachnelkenwurzwiese nur einer von vielen Lebensräumen. Für uns ist dieses Stück Natur ein besonderes Erlebnis, denn wohl nirgendwo werden wir Ähnliches in dieser Fülle wiederfinden. In einer Zeit, in der Sumpfwiesen noch immer entwässert werden, weil nur der Ertrag als Maßstab gilt, werden derartige Biotope immer bedeutsamer. Prall sind die Höschen der Bienen gefüllt bei diesem Überangebot an Nektar und Pollen. Für das Braunkehlchen, dem gesanglich unauffälligen Begleiter unserer Himmelsziege, ist diese insektenreiche Wiese ein idealer Brutplatz. Männchen wie Weibchen haben keine Mühe, genügend Nahrung für ihre Jungen herbeizuschaffen. Braunkehlchen und Himmelsziege zählen hier in Nordostpolen noch zu den häufigen Vögeln. In Deutschland stehen sie beide auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Die drei hungrigen Schnäbel, die hier auf die Fütterung warten, sehen einer guten Zukunft entgegen, denn hier werden die meisten Sumpfwiesen erhalten bleiben. Die masurischen Bauern sind traditionsbewusst und mit dem einfachen Leben auf dem Land zufrieden. Auch wenn manchmal noch die Wasserversorgung auf einen Ziehbrunnen beschränkt ist. Doch manches wird es auch hier nicht mehr lange geben, wie die traditionelle Teppichweberei. Das Mütterchen ist schon 93 Jahre alt. Und niemand wird sich von den Jüngeren an den 50 Jahre alten, klapprigen Webstuhl setzen wollen.
Auch das Backen des berühmten Baumkuchens über dem offenen Feuer wird der Vergangenheit angehören. Keiner will heute in rußgeschwärzten Wänden leben. In dünnen Schichten wird der Teig aufgetropft und braun gebacken. Dadurch erhält der Kuchen die Form eines Baumes mit Jahresringen. Es ist Juni geworden. Einsam zelebriert unsere Himmelsziege ihre waghalsigen Sturzflüge. Ihre Jungen wären längst geschlüpft, wenn der Fuchs das Gelege nicht aufgespürt hätte. Das Weibchen wird neue Eier legen. Nun aber droht Gefahr für sie selbst. Eine Kornbeihe ist auf Beutesuche für ihre Jungen, die tief im hochgewachsenen Schilf auf Nahrung warten. Unsere Himmelsziege muss auf der Hut sein. Die Kornweinjungen sind schon etwa 3 Wochen alt und werden als ausgesprochene Nesthocker noch eine ganze Weile von den Eltern mit Nahrung versorgt werden. Die Mutter bewacht ihre großen Küken direkt über ihrem Nistplatz und wartet auf das jagende Männchen. Sie ist etwas größer und brauner gefärbt als ihr Partner. Das Weihenmännchen ruft. Es kommt mit Beute, die es dem entgegenfliegenden Weibchen zuwerfen wird. Ein perfekt abgestimmtes Ritual. Die Jungen haben die Beuteübergabe mitbekommen und machen sich bereit. Was wird es wohl diesmal sein? Es ist ein Schnepfenvogel, erkenntlich an den langen Beinen. Aber wer ist es? Etwa eine Bekassine, unsere Himmelsziege? Die Kornweihe zerteilt die Beute. Das einen Tag ältere Junge im Vordergrund ist am gierigsten, denn es hat auch den größten Appetit. Dieser große Brocken dürfte genügen. Jetzt ist das Jüngere an der Reihe. Die Mutter greift ein, was selten der Fall ist. Meistens setzt sich der Stärkere durch. Aber plötzlich nähert sich zielstrebig ein Feind dem Nest. Ein Rohrweinmännchen, eine andere Greifvogelart. Das Nest mit den Jungen ist aus der Luft gut erkennbar. Deshalb startet die Kornweihe sofort zum Angriff, denn ihr flugunfähiger Nachwuchs ist in großer Gefahr. Die Jungen können nur hoffen, dass alles gut geht. Heftig tobt der Kampf zwischen den etwa gleich großen, aber verschiedenartigen Greifvögeln. Nur äußerst selten sind derartige Auseinandersetzungen zu beobachten, geschweige denn mit der Kamera dokumentiert worden.
Allmählich gewinnt die Kornweihe die Oberhand. Unermüdlich greift sie das Rohrweinmännchen an, das sich erschöpft in der Schilfwiese niedergelassen hat. Auch die Kornweihe ist müde geworden, gönnt sich aber kaum eine Ruhepause und stößt immer wieder auf den Feind herab. Endlich lässt sich der Eindringling vertreiben und sucht das Weite. Für die Kornweihe und ihren Nachwuchs ist es noch einmal gut ausgegangen. Im Sommer verschwinden die bunt blühenden Kräuter immer mehr. Stattdessen prägen hochwachsende Gräser wie Schilf und Segge das Bild der Sumpfwiese. In den Birkenmooren fruchtet das Wollgras. Und die weißen Grannenhaare der Ährchen leuchten von weit her. Für die kleine Moosjungfer ist das Wollgras ein bequemer Ruheplatz, von dem sie Jagd nach Kleininsekten machen kann. Auch der Weißstorch landet, um Nahrung zu suchen. Während von oben ein vertrautes Meckern erklingt. Nur vom Himmel kann man es hören, weil nicht Stimmbänder den Ton erzeugen, sondern Schwanzfedern, die während des rasanten Sturzfluges in Schwingung geraten. Unsere Himmelsziege lebt und sie wird eine weitere Brut riskieren. Wir aber verabschieden uns von ihrem vertrauten Singsang und dem Tack-Tack der Doppelschnepfe. Wir hoffen, dass der Himmelsziege und den anderen Schnepfenvögeln in den polnischen Sümpfen ihr kleines Naturparadies erhalten bleibt.